Guten Morgen, Uta. Herzlich Morgen. Willkommen in der FAQ-Galerie. Uta Pütz, Künstlerin aus Köln. Sie ist dem blauen Band des Rheins gefolgt bis nach Basel, um uns hier eine Arbeit zu zeigen im Rahmen ihrer Einzelausstellung Coda. Mhm. Ja. Die Arbeit ist eine Videoarbeit. Was sehen wir auf dieser Arbeit? Ist ein schlafender Kater. Also das Video ist 13 Minuten lang und ungefähr nach 6,5 Minuten dreht sich der Kater einmal um 180 Grad und schläft dann weiter. Und es ist geloopt, also immer vorwärts, rückwärts geloopt, also schläft der Kater halt immer weiter. Mhm. Genau. Genau, und Coda ist halt der bayerische Begriff für Kater. Also ah, Coda. Coda. Der Coda. Genau. Ja. Und Köln liegt ja ganz nah bei Bayern. Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Ja, ich habe halt auf den, der Kater ist aus Bayern, ich nicht. Mhm. Aber ich habe halt auf den aufgepasst in Bayern für eine Woche. Mhm. Und so kam das, dass ich den gefilmt habe. Ja. Lustigerweise die erste Arbeit, die ich von Uta gezeigt habe, mal in Bern in einer Ausstellung, war auch eine Videoarbeit. Und gestern Abend habe ich mir überlegt, sie ist eigentlich sogar ganz ähnlich, weil es hat sich auch etwas recht ruhig bewegt. Mhm. Und gestern an der Eröffnung hat auch jemand gesagt, das sei aber eigentlich gar nicht so typisch, dieses Video jetzt für deine Arbeit. Genau, ja. Und du hast das aber dann sehr schön erklärt, dass das, und für mich auch sehr schlüssig, dass das eigentlich doch recht typisch ist. Und wenn ich jetzt dann zurückdenke an das andere Video, dann habe ich mir gedacht, es ist nicht genau das Gleiche, aber es hat sehr viele sich überschneidende Elemente und ich habe so eine Stringenz gesehen in dem auch. Das ist halt so, also das in Bern, das war ein Foto von einem Stück Holz, was ich halt in verschiedenen Positionen, also es war noch nicht mein wirkliches Foto, es war ein Scan von einem Stück Holz und das habe ich in verschiedenen Positionen abgelichtet oder gescannt und dann eine Art Diashow daraus gemacht. Und man hat halt gesehen, und die Bilder haben sich halt so überlappt. Ja. Ne? Das waren ja so Einblendungen. Mhm. Und das sah dann aus wie so ein Stück Holz, das so die Position ändert. Und das ist halt auch so ein Ding gewesen zwischen Foto und Video. Mhm. So bewegt, aber nicht so richtig. Und das ist jetzt eigentlich von der anderen Seite gesehen, es ist ein Video, aber eigentlich wie ein Foto, weil es bewegt sich fast nichts, nur der Kater atmet so ein bisschen. Genau. Und dann ändert er halt auch seine Position. Mhm. Genau, also das ist auch, es geht nicht darum, ein Katzenvideo zu machen, sondern eher so um diesen Positionswechsel und um dieses fast stillstehende Bild, obwohl es ein Video ist. Ja, es wirkt so wie ein Gesamt, das eine geht ins andere, so über die Katze verschwindet fast in diesem... Dann auch noch im Hintergrund, weil der auch sehr gemustert ist, genau, ja. Ja, also stimmt schon, hast du richtig gesehen. Ja, so die großen Themen deiner Kunst, deiner Arbeit, wie würdest du die umschreiben? Oder was, welchen Dingen gehst du am meisten nach? Also ich arbeite ja viel mit Fundstücken. Mhm. Das sind ja also auch gerne mit Sachen, deren Funktion man nicht mehr erkennen kann. Ja. Dann geht es dann eher darum, ob die mich ansprechen durch die Form oder Struktur oder wie auch immer. Und bei der Katze war es halt jetzt eine vorgefundene Situation. Also Fundstücke sind für mich halt auch Bilder. Ja. Also auch Bilder aus dem Internet. Ich finde auch Bilder im Internet und das sind ja auch keine fassbaren Sachen, aber trotzdem sind es für mich Fundstücke und Momentaufnahmen. Ja. Und geht es da so um vielleicht um den Zauber der Beliebigkeit, also dass du so gezielt schöne Sachen suchst, die dich ansprechen, oder ist es weniger das Ästhetische? Die sind nicht unbedingt schön, das ist halt...
auch oft sehr intuitiv. Also ich sehe da einen Haufen von Sperrmüll und ein Ding spricht mich an. Ich kann aber manchmal gar nicht erklären, warum. Mhm. Und das nehme ich dann mit und fotografiere es im Studio. Ja. Und mir geht es aber auch darum, keine Geschichten zu erzählen. Mhm. Also ich will keine Message rüberbringen oder irgendeine Story erzählen, sondern es geht eher ums Gegenteil, sondern es geht um Informationsverlust. Ich arbeite ja auch oft mit Büchern. Ja. Und da fotografiere ich dann die Rückseite oder die Vorderseite zum Beispiel. Und alles, was da drin ist, die Informationen, die gibt es ja, mhm. aber die nehme ich weg. Und dann gucke ich, was übrig bleibt. Also es geht oft ums Freischaufeln und um die Neugier zu sehen, was bleibt übrig, wenn man was wegnimmt. Ja. Oder diese Fundstücke, die fotografiere ich ja nicht so, wie ich sie finde, sondern ich nehme sie immer aus dem Zusammenhang raus mhm. und gucke, was dann mit dem Ding passiert. Ja. Ja. Und findest aber oft auch sehr so, schon fast so in, ich weiß nicht, malerischen Ansatz, die Bilder zu inszenieren. Also die ich finde, die sind oft recht, ja, sehr, sehr durchdacht. Es geht um Flächen, um Formen. Also, wo ich ja. schon das Gefühl habe, da ist schon ein recht hoher Anteil an Komposition von dir dann dabei. So. Also jetzt gerade bei diesen Holzstücken, ja. Ja, also entweder es ist nur eine Sache, aber also mir geht es halt auch um Leichtigkeit. Mhm. Ich gucke halt immer, dass das Teil seine eigene Position findet. Also ich gucke halt, probiere verschiedene Positionen durch und ich mache verschiedene Fotos und gucke halt, wo das Ding am nicht leichtesten aussieht, aber wo es sich selber am besten hält, also seinen Schwerpunkt findet. Ich nagel die Dinger nicht zusammen oder schraub sie an die Wand, sondern hab zum Beispiel nur einen Nagel mhm. und guck halt dann, wie das von alleine dann seinen Schwerpunkt findet. Ja. Ja. Oder bei den Assemblagen, ich habe ja Fotos von in Finnland Fotos von mehreren Holzdingern mhm. gemacht und da geht es halt auch ums Gleichgewicht und um den Schwerpunkt. Das sind halt nur so Momentaufnahmen. Ja. Also die halten sich dann gegenseitig, aber es ist sehr instabil. Also das mhm. auf dem Foto. Das ist dann nur eine Momentaufnahme, ja. Genau. Ja, ja, und Skulpturen machst du eigentlich so dann nicht. Das, du zeigst eigentlich. Doch, mache ich auch. Also, mach ich auch. Ja. Mhm. Ja. Also ich finde halt, sage ich jetzt mal, ein Stück Holz oder mehrere und dann entscheide ich, eignen die sich eher für ein Foto, eignen die sich eher dazu, die alleine zu fotografieren als einzelnes Teil mhm. oder als Assemblage oder aber dazu eine Skulptur draus zu machen. Genau. Ja. Aber da ist es halt auch so, dass ich mit möglichst wenigen Mitteln mhm. die Sachen verbinde. Also ich zum Beispiel, ich nagel lieber, als dass ich schraub, mhm. weil dann hat das halt noch so eine Flexibilität. Genau, ja. Ja. Ja, also ich höre das also so eine große Freude an diesem Leichten, an diesem, es ist schon fast Spielerischen auch. Ja, ja, ja. Ja. Es geht mir nicht ums Handwerk okay. und ums handwerklich korrekt arbeiten oder überhaupt nicht. Also je weniger Aufwand, mhm. desto besser für das Material und für die ja. für die einzelnen Teile, ja. Das ist auch eine gewisse Bescheidenheit als Künstlerin, wenn man dem Material so viel Freiheit lässt, auch, denke ich. Also Bescheidenheit und auch wie Selbstvertrauen, denke Faulheit? Ich. Nee, nicht Faulheit, aber genau, ich vertraue dem halt, dass es ja. nicht unbedingt großen technischen Aufwand braucht, um mhm. gut zu werden. Ja. 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 Wie man sieht, mit Recht, ich finde, das gelingt dir sehr gut so. Dankeschön. Das umzusetzen, ja. 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 Ja, sehr schön, dürfen wir deine Arbeit hier zeigen. Wir verlinken neben dem Video das Dossier von Uta und es gibt auch neben dem Video sicher noch Fotos hier von der Ausstellung
Und vielleicht finden wir noch ein paar alte Bilder von der letzten Ausstellung. Ah ja, genau. Dass, ja. dass man das so in einen Zusammenhang setzen kann. Ja. Ja. Schön warst du da und ich hoffe, wir sehen dich bald wieder hier. Oder ja, hoffe ich auch. Weiter oben oder weiter unten ja. am blauen Band des Rheins.